Herzlich willkommen bei der 10. Klasse der Oldenburger Waldorfschule. Herr Klever, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen. Sie stammen aus Oldenburg und haben das Ende des Krieges als Kind hier erlebt. Können Sie uns erzählen, wie Sie die Situation in der Stadt damals erlebt haben? Ja, wenn man hier geboren ist und in die Kriegszeit hineingeboren wird, dann ist das natürlich alles selbstverständlich. Ich habe das Glück gehabt, in dem großelterlichen Haus groß zu werden. Das war ein altes Bauernhaus mit einem Riesengrundstück, auf dem meine Großmutter Gemüse pflanzte. Das heißt also, wir konnten uns weitgehend selbst versorgen. Da gab es dann auch eine Ziege, die gab Milch. Und im Übrigen gab es in der Kriegszeit weitgehend Tauschwirtschaft. Das heißt, wenn meine Großmutter einen Blumenkohl zum Schlachter gab, dann sprang auch schon mal außerhalb von Lebensmittelkarten ein Stück Fleisch oder ein Eimer Brühe ab. Und so habe ich nicht miterlebt, dass es irgendwie Hunger gab. Das habe ich dann später erst erfahren, dass das ein Privileg gewesen ist. Krieg habe ich insofern kaum erlebt. Ich habe in der Zeit viel, das ist meine eigene Erinnerung, in meiner Sandkiste gesessen und mit Soldaten und kleinen Autos gespielt. Die schlimmsten Erlebnisse, da muss man wirklich schlimm in Anführungsstrichen setzen, waren, dass wir tagsüber mal bei Alarm in den Keller mussten, wenn Gefahr bestand, dass Bomben abgeworfen wurden. Das habe ich aber, oder ist tatsächlich nur einmal in unserer Nähe passiert, dass ich bin groß geworden in der Nähe der Weser-Ems-Halle, die kennt ihr alle. Und da ist eine Bombe auf die Donnerschwee-Kaserne gefallen. Das war Luftlinie 500 Meter entfernt. Da haben wir nur den Knall gehört und nachher Feuer gesehen. Da kann ich mich sehr gut dran erinnern, weil mich dann meine Mutter abrupt am Arm zog und in den Keller schleifte. Das Brummen der Bomber war schon in der Luft und es fiel in diesem Bauernhaus von dem Boden, wo viel Staub war, fiel durch die Sonnenstrahlen Staub herunter. Das war ein ganz eindrucksvolles Bild für mich, aber sonst, und da ist nichts passiert bei uns zu Hause, sonst habe ich vom Krieg nicht viel mitbekommen. Das erste Erlebnis, das ich hatte, wo ich bewusst auf Krieg hingewiesen wurde und dass das irgendwas Besonderes ist, war, als die ersten Flüchtlinge kamen. Aber ich denke, dazu haben Sie gleich noch Fragen. Ne? Genau, das wäre jetzt nämlich schon die nächste Frage gewesen. Zum Ende des Krieges hatte Oldenburg ja 80.000 Einwohner und schon nach kurzer Zeit kamen dann 40.000 Flüchtlinge und Vertriebene dazu, ja, halt eingewandert. Und wie war das denn für Sie so aus Oldenburger Perspektive als Mensch, der hier schon lange Zeit wohnte, seit der Geburt wahrscheinlich? Ja. Wie war das für Sie? Ich habe das nicht als negativ erlebt. Das hing damit zusammen, dass in diesem Bauernhaus, wie das so üblich ist, zwei Wohnungen waren. Das ist immer eins für die alten Leute und eins für den aktiven Bauern, den es nicht gab. Aber in dem einen haben wir gewohnt, in der anderen Wohnung wohnte meine Großmutter alleine. Und das muss gegen Ende 1944 gewesen sein. Da kamen die ersten Flüchtlinge schon in Oldenburg an. Da hat meine Mutter zu meiner Großmutter gesagt, hör mal zu, das werden offenbar jetzt viele Flüchtlinge hierher kommen nach Oldenburg. Und es ist wenig zerstört gewesen in Oldenburg, es gibt Aufnahmekapazitäten, aber die sind natürlich begrenzt. Es werden sicherlich zwangsweise Einweisungen von Flüchtlingen hierher kommen, hier werden. Und das
kann natürlich dazu führen, dass wir Leute zugewiesen bekommen, die uns gar nicht so genehm sind. Und jetzt kommt's. In der Nachbarschaft wohnt eine Familie, ist eine Flüchtlingsfamilie angekommen, die können da aber nicht bleiben, weil die viel zu beengt wohnen. Lass uns die doch aufnehmen. Das war ein Ehepaar mit einem Kind, 2 Jahre älter als ich. Lass uns die doch aufnehmen, bevor wir zwangsweise Leute zugewiesen bekommen. Und dem hat nach einigem Zureden meine Großmutter zugestimmt. Und mit denen haben wir uns ganz hervorragend verstanden. Die Kontakte bestanden bis vor 10, 12 Jahren noch zu den Enkeln der damaligen Erwachsenen. Haben Sie denn aus Ihrem Umfeld irgendwas mitbekommen, dass Bekannte von Ihnen Probleme mit Flüchtlingen hatten? Ja, also ganz allgemein, sowohl in der Verwandtschaft als auch in der Bekanntschaft waren die Flüchtlinge unbeliebt. Die essen unser Brot weg. Sie sind sowieso Fremde. Was wollen die hier? Und das Schlimmste war natürlich, die schränken unseren Wohnraum ein. Also die überwiegende Meinung in Oldenburg war negativ. Das einzig Positive, da hatte, ich weiß nicht, ob das gesteuert war oder nicht, so wie unsere Flüchtlinge, kamen viele aus Hinterpommern. Und sinnigerweise spricht man da das gleiche Plattdeutsch oder ein sehr ähnliches Plattdeutsch wie hier in Oldenburg. Und von daher verstand man sich von der Sprache her schon mal sehr gut. Und die Leute waren nicht katholisch, denn katholisch in Oldenburg zu sein zu der Zeit war auch schon ganz schlecht. Sie sagten, dass Sie sehr unbeliebt waren, aber gab es denn wirklich so Vorfälle, dass wirklich was passiert ist, dass Leute gegen die vorgegangen sind, gegen die Flüchtlinge? Also solche Dinge sind mir nicht bekannt, aber es wurde schon übel geredet. Die waren schmutzig die waren dumm und ich weiß nicht, was man sich sonst noch einfallen lassen kann. Aber ich wüsste nicht von Vorfällen, wo tätlich vorgegangen wurde. Die Menschen, die kamen, waren zwar alle deutsch, kamen aus anderen kulturellen Verhältnissen und brachten andere religiöse Traditionen mit. Wie war das für Sie als Kind mit den neuen Kulturen? Ich habe das nicht erlebt, sondern ich habe das eher als bereichernd erlebt. Zuerst bin ich ja mit diesen Flüchtlingen, mit Flüchtlingskindern in der Schule dann zusammengekommen. Und da gab es eigentlich keine Vorbehalte. Also ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass die Kinder so die Vorbehalte ihrer Eltern übernommen hätten. Natürlich haben wir gehört, was die Eltern geredet haben und wir wussten ganz genau, welche Leute katholisch waren, wenn sie darauf anspielen. Das war aber auch unter den Einheimischen schon ein Stigma, katholisch zu sein. Die Leute waren falsch, ne? Sieht man an den Augen schon, ist ja klar. Also das habe ich, glaube ich, als Kind auch schon als komisch empfunden. Das konnte doch nicht sein, denn spielen durften wir auch mit den katholischen Kindern. Das war auch so ein Widerspruch, ne? Aber wenn man da waren natürlich Handwerker darunter, unter den Katholiken. Wenn man die Wahl hatte, einen evangelischen Maler oder einen katholischen Maler in der Nachbarschaft, so war es bei uns, zu bestellen, dann bestellte man selbstverständlich den evangelischen. Würden Sie dann sagen, dass auch in Ihrer Generation so der Umbruch war, wo sich dann alles normalisiert hat und die Leute akzeptiert wurden? Ja,
Das würde ich so sagen. Also, wenn ich dann an meine Oberschulzeit denke, da spielte das keine Rolle mehr. Ich hatte da einen katholischen Freund, mit dem ich immer den Schulweg, der war so 3 Kilometer, zu Fuß ging. Und wir haben uns häufig ausgetauscht über die einzelnen Vorstellungen, die abweichend waren im Protestantismus und im Katholizismus, und haben uns auch häufig sicherlich Dinge gesagt, das finde ich aber blöd oder sowas. Aber das war an sich eine Selbstverständlichkeit, das war eher interessant zu hören, was ist bei den anderen anders. Gab es denn außer diesen Vorwürfen von den Einheimischen und den Wohnungsproblemen noch andere große Probleme zu der Zeit mit den Flüchtlingen? Das ist eine Frage, da muss ich erst mal länger nachdenken. Nein, das Wohnungsproblem, denke ich, war einfach das größte. Das ging ja so weit, ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können. Darf ich Sie fragen, Sie wohnen bei Ihren Eltern, vermute ich. Wie groß ist das Haus oder wie viele Zimmer haben Sie? Weiß ich jetzt nicht so aus dem Kopf. Na, also 4 oder 5 werden es bestimmt sein. Mehr. Ja, also denken Sie mal, dass Sie, wenn das mehr als 4 sind, dass Sie 3 Viertel der Zimmer abgeben mussten an fremde Leute. Die waren aber dann tagtäglich da bei Ihnen. Und wenn Sie großzügig gewesen wären, dann hätten Sie sie auch an Ihren Herd herangelassen. Viele Leute haben aber gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage. Dann mussten die Flüchtlinge in die 1, 2 Räume, die sie hatten, auch noch eine kleine elektrische Kochstelle einrichten, wo sie dann ihr Mittagessen machen konnten. Das Schlimmste, was ich erlebt habe bei Bekannten, die wohnten in einem, da wohnten 2 Flüchtlingsfamilien in einem großen Raum. Ich schätze mal, der Raum war 30 Quadratmeter groß. Da war die Abtrennung durch Bettlaken gemacht. Hat die eine Familie auf der einen Seite des Bettlakens gewohnt, das heißt, das ist ein Ehepaar, und ein anderes Ehepaar auf der anderen Seite. Tag und Nacht. Das heißt, das war Schlafzimmer und war Wohnzimmer. Ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können. Nein, Kein Gespräch absolut nicht. auf der einen Seite bleibt der anderen verborgen. Die waren sich auch bald darauf spinnefeind. Aber das musste durchgezogen werden. Das hört sich auf jeden Fall sehr einflussreich an. Und wenn Sie auf die Zeit zurückschauen, was genau prägt Sie heute noch? Ja, da spielen dann ganz persönliche Dinge eine Rolle. Mein Vater kam unversehrt aus dem Krieg Ende 45 zurück. Und durch die Kriegserlebnisse denke ich, so erkläre ich mir das, ist diese Ehe so gestört, also ist er so anders gewesen, dass die Ehe nicht mehr länger Bestand hatte. War 18 Jahre alt, die Ehe. Und meine Eltern haben sich dann scheiden lassen. Und das ist für mich ein sehr einschneidendes Erlebnis gewesen, weil von da an waren wir arm. Ich wuchs bei meiner Mutter auf. Ich hatte einen 12 Jahre älteren Bruder, der ist mit meinem Vater gegangen. Und ich erzähle das so ausführlich, ich glaube, dass es schon noch auch in dieses Thema gehört, weil das kein Einzelfall war. Das heißt, ich wüsste jetzt nicht zu sagen genau, aber ich schätze mal, dass 50%
meiner Mitschüler vaterlos waren. Entweder waren sie im Krieg geblieben oder es war so ähnlich gegangen wie bei uns, dass die Eltern sich auseinander dividiert hatten. Und das, ohne Vater aufzuwachsen, damals habe ich das nicht so bemerkt, aber wie mich das geprägt hat, das weiß ich heute. Ja, Sie haben uns erzählt, dass das hier die Spielzeuge sind, die Sie die damals als Kind hatten. Ja. Und dass Ihr Vater die gebaut hat. Wann hat er die denn dann gebaut? Das ist eine sehr gute Frage. Ich sagte ja, ich schätze im August oder sowas 45 nach Hause gekommen. Und das sind Dinge, die hat er zu Weihnachten 45 gemacht. Ich habe allerdings in den Folgejahren immer wieder Weihnachtsgeschenke von ihm bekommen, in dieser Art etwa immer was Selbstgebasteltes. Das ging bestimmt noch 7, 8 Jahre so. Das heißt, er hatte eine Affinität zu mir, während ich überhaupt nicht mit ihm zurechtkam. Ich wollte ihn auch nicht sehen. Ich hatte das so weit gebracht, dass er kein Besuchsrecht hatte, was ich heute sehr bedauere. Ich habe ihn also nie wieder gesehen, obwohl er in Oldenburg lebte. Ja, das ist ein Teil dieser Schwierigkeit, nach der Sie gefragt haben. Ja, vielen Dank in den Einblick in Ihre Vergangenheit und vor allem auch in den Einblick der Vergangenheit von der Stadt, in der wir jetzt leben. Es war sehr spannend. Dankeschön. Ja, bitte gern.